So, Freunde, jetzt gucken wir uns ein Knossi-Video wieder an, und zwar Feuer- und Kokosnuss-Challenge 7 vs. Wild Training mit Otto, Madden und Adam, Teil 3. Ich bin gespannt. Und da kommen wir zur nächsten Challenge. Herzlich willkommen hier bei Knossi sein Survival Camp. Heute werden wir herausfinden, ob die Jungs fit darin sind, Kokosnüsse zu öffnen. Wir haben einmal die Rohform und einmal die etwas vorangeschrittene Supermarktform. Doch es gibt ein, zwei Tricks. Und ob die Jungs die beherrschen oder schon wissen, das werden wir gleich rauskriegen. Adam, ich bitte dich auf deinen Startplatz. Ey, haben die keine Grüne rangekriegt oder was? Nee, ich glaube, da gab es Probleme. Es ist schwierig. Das habe ich bei Martin in den Stories gesehen. Es ist schwierig, welche ranzubekommen. Ja. Okay. Ja. Oh ja. Dann halt dir wohl mal meine Fresse, wa? Das ist wunderbar. Das muss auch genauso bleiben. Beziehungsweise so eine Mal. Und ich sag dir auch wie. Nein, halt. Ihr habt eine Challenge. Wenn du laut sagst, was jetzt Phase ist. Nein, nein, nein. Ich meine, hast du verloren. Ihr seid Kontrahenten. Ja, ich sag dir, was ich zu Hause gemacht habe. Mit dem Schraubenzieher? Nein. Mensch, du sollst doch ruhig sein. Es geht doch darum, vielleicht weiß er es nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob es richtig war, ob ich es mit dem Schraubenzieher... Haben wir einen Schraubenzieher hier? Weißt du, ich weiß nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr habt hier einen Messbecher. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Ich sag jetzt einfach mal, wer als erster 500 Milliliter da reingepackt hat, hat die Challenge gewonnen. 500? Es geht schon los. Dieser Herr Stoff. Ja, stopp. Einfach, komm, gib ihm. Wie viel ist denn in einer Kokosnuss drin? Nicht viel, oder? Ich glaube, irgendwas zwischen 100 und 150. Ach doch, ach, das geht ja. Krass. Das sind zwei völlig aus der Luft gegriffene Zahlen, die ich mir jetzt ausgedacht habe, die ich meine irgendwo mal gehört zu haben. Chat, wisst ihr es? Schätzt mal bitte, wie viel ist in einer Kokosnuss drin ungefähr? Und ich google das. Und hört auf zu googeln! Es gibt da mehrere Quellen. Ich berichte jetzt mal aus zwei. Ja? Eine junge, noch grüne, frische Kokosnuss enthält in ihrem Hohlraum etwa 1 Liter Flüssigkeit. Was, Alter? Ja, jetzt andere Quelle. In einer brasilianischen Grünkokosnuss oder in einer sri-lankischen King-Coconut ist ca. 600 bis 800 Milliliter Kokoswasser. Wow. In einer thailändischen Nuss ist in der Regel etwas weniger Kokoswasser. Hätte ich nicht gedacht. Aber die kleinen Pillepalle-Nüsse, die da haben, also es kommt ja auch auf die Größe da. Also, weißt du, das ist ja hier so eine Kokosnuss, die da haben. Ich habe noch nie eine andere gesehen, in echt. Es gibt ja auch noch die Dinger. Habe ich in echt noch nie gesehen. In echt. Ja, das sind dann wahrscheinlich diese King-Coconuts. Ich war auf Jamaika, da gab es auch nur die. Nein, warte, stopp. Nein, auf Jamaika, damals, wo ich ein Kind war, ganz schrecklich. Da, wo der Hanf blüht? Die waren ein bisschen größer. Die waren größer. Schüttel doch mal, dann hörst du es. Schüttel doch mal. Kommt aber nichts. Wenn du Tipps willst, sag Bescheid, ne? Ja, ich will Tipps. Pass auf. Der Punkt ist, war gar nicht verkehrt, aber der Grund ist, dass du halt wie bei der Tetrapack. Du brauchst ein Gegenluftventil. Es muss halt Luft reinkommen, sonst kannst du es halt nicht rauskippen. Lol. Jawohl. Wie viel? 5, also, ja, ich sag mal so. Macht mal da und dann gucken wir mal, wer am Ende mehr quasi gewonnen hat. Vielleicht ist das halt. Aber schön vorsichtig bitte, ne? Wow, was kommt denn da raus? Alter! Guck dir mal an. Krass! Das ist ja geil. Okay, das wie viel ist denn da drin, okay, ey? Aber ey, ja. Wenn das die Kokosnüsse sind. Das sind die Kokosnüsse im Dschungel. Das sind die hier, wo. Also die sind ja nur. Boah, das ist die sechste. Monster-Kokos. Ey, lass einmal probieren. Also du hast eigentlich schon gewonnen, es sind schon 500 Milliliter. Ja, oder? Du hast schon durch. Das sind nur Kokosfasern, die tun dir nicht weh. Die kackst du wieder aus. Ey, das ist ja krass. Naja. Schmeckt nach Plastik. Nach Plastik? Was ist das für eine Kokosnuss? Es schmeckt wahrscheinlich muffig. Stimmt? Ja, die ist halt schon gut durch, ne? Ja. Also die ist schon. Aber das ist okay, das ich, so schmeckt das ja. Ich habe mir tatsächlich gestern ganz viel Kokoswasser bestellt. Nein! Ja, doch, doch. Geil. Reines Kokoswasser, weil das von dieser besagten Firma, die haben ja noch mit Wasser gemischt und so. Und ich habe wegen meiner Gastritis, kann ich ja nicht, bla bla bla. Auf jeden Fall Kokoswasser bestellt, um mich extrem dazu belesen, bla bla bla. Und viele, die irgendwo, verschiedene Firmen, Kokosnuss ist anders. Jeder Kokosnuss, man denkt, die schmecken alle gleich, ist nicht so. Kommt drauf an, aus welchem Land, kommt drauf an, welche Sorte. Und einige schmecken tatsächlich muffig. Auch weil es einfach lange gelagert ist, aber auch an sich schmeckt die Sorte leicht muffig, von Anfang an schon. Ach krass. Ja. Ist jetzt erstmal egal, aber... Meine Damen und Herren, warte, so, Fabio 2.0 sitzt da drüben. Mr. Kokoswasser, die zweite. Ich hab jetzt auch blonde Haare, ich mach bloß nicht mein Basecap ab. Blaue Haare wären geil. Soll ich mir blaue Haare machen? Ich würde so schreien, Alter. Wenn auf das nächste Video was rauskommt. Hör doch auf zu kacken, Alter. Ich muss 20.000. Was? 1000 Aufrufe drauf. Quatsch, Aufrufe. 20.000 Likes draufgehen. Färben Anni und ich uns die Haare blau. Du hast doch gar keine Haare, du Opfer. Bist du bekloppt? Du hast doch gar keine Haare. Ey, hier sind Haare. Nicht viele, aber sie sind da. Dein Bart, ja. Oh,
Bart ist heftig, Alter. Na, du hast doch keine Haare auf dem Kopf, sag mal. Okay, mich, Alter, darfst du auch kein Basecap mehr tragen. Will er mich bescheißen? iPhone. Welche Version? 3GS. Mhm. Ja. Wow. Krass. Sehr schön. Sehr gut, ohne dich verletzt zu haben, finde ich gut. Sehr schön. Ey, weißt du, dass ich das hier, ich brauche das nachher. Weil na, ich guck mal, die Kühlbox, die da steht. Ich habe nämlich gehört, das habe ich auch aus, jetzt erstmal so wie in den Dokus. So ein Bacardi-Würfel. This is what you can drink everywhere, when you find a coconut. Weißt du, wie die alle das ist doch immer so in den Dokus, doch völlig überzogen. Als ob das irgendeiner so macht, nur weil Discovery Channel gerade zufällig auch auf der Insel ist und filmt oder was. Das Coconutfleisch, du musst das jetzt kochen. Du musst das jetzt mit Wasser ins Feuer. Und dann kannst du das ganz leicht ablösen. Als ein Stück kannst du und hast richtig was zum Abbeißen. Aber ich glaube, das ist bei denen da, bei den frischeren Kokosnüssen. Bei denen, guck mal, pass mal auf, das ist an der Seite hier schon. Kann man das braune mitessen, ja? Das kannst du schon raus. Das kannst du fast, okay, die ist schon überreif. Genau, die ist halt schon... Boah, krass. Die sollten sich alle mal Tage fressen, ja. Ja, musst du nicht, kannst du. Ist halt sehr fetthaltig, ist gut, Alter. Ich teste gerade das Mehl durch, so ist das dann. Ich bin gespannt, ich habe es noch gar nicht probiert. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Abendbrot. Und dann mal Frühstück. Alles auf einmal. Oh. Schmeckt das besser oder auch wie iPhone 14? Ey, das schmeckt herausragend. Das ist nämlich der Unterschied. Das halt schmeckt gar nicht nach Kokosnuss. Das ist geil, weil das ist mein Saft. Probier das. Das ist mein Saft. Das schmeckt überhaupt nicht wie das. Ja, das ist halt, dazwischen liegen halt Wochen oder sogar Monate zwischen den beiden. Boah, aber ist das intensiv. Wie geil ist das, Junge? Ja, das ist es. Geil. Das muss man sich verdünnen. Werde ich das finden? Ich kenne Leute, die sind süchtig nach dem Zeug. Grüße geht raus an Fabio. Ja, stimmt, ja, der trinkt das auch jeden Tag. Ja, ja, das ist es. Guck mal, wie präzise wow, du sofort das Ding aufkriegst, weißt du? Krass. Nutz einfach noch ein Werkzeug mehr. Er macht's wieder! Noch ein Werkzeug mehr, und das ist auch... Aber so die Kokosnuss aufzumachen, ist doch ziemlich dumm, wenn du auch das Wasser haben willst. Na, ich... Jetzt war das ja nur auf, hab ich... Na, vorher mal... Also ich hab das früher als Kind, ja? Ich hab ein Loch reingebohrt, da wo die drei Löcher sind, ein Loch getrunken und dann halt aufgeknackt mit einer Axtfelle. Ja, so ist sinnvoll, aber er hat es ja eben einfach so aufgeknackt. Ja, um zu zeigen. Er wollte es einfach nur zeigen, glaube ich, jetzt erstmal. Oh, was ist denn jetzt? Der Schluck erstmal so. Geht's? Ach, stinkt, alles gut. Sani! Sani, Peter! Ich nehme mal einen Kokosnuss. Möchte von euch immer eine Kokosnuss trinken? Ey, Adam, dein Kokosnusswasser schmeckt einfach nach Haselnuss. Was soll das? Das Meeresrauschen der Insel. Das ist das Beste, was ich je getrunken habe. Die macht mir so viel Mut auch. 800 Kalorien habe ich gelesen. Echt jetzt? Eine Kokosnuss? Wenn er das Fruchtfleisch mit isst, das Wasser hat gar nichts. Das Wasser hat keine Kalorien. Das müsste das Fruchtfleisch sein, weil das so fettig ist, ja? Ja, das googeln wir doch mal. Ja. Was haben die auf 100 Gramm? Alter! Ja. 354 Kalorien auf 100 Gramm, Alter. Das ist pures, also sehr viel Fett einfach, ja. Das ist richtig gut. 33 Gramm Fett. Und das ist das nicht das schlechte Fett, das ist das Gute. Und das hat richtig gut, ey, das ist, ich kann es euch nur empfehlen, außer das... 15 Gramm Kohlenhydrate. Ja, Kokosnüsse sind echt krank. Völlig schlecht für die Umwelt, wenn die ganzen Deutschen jetzt Kokosnüsse konsumieren, aber echt lecker. Aber das interessiert jetzt auch keinen mehr. Das ist eh vorbei mit der Erde, oder? Oh, Junge. Hau dich auf die... Ja, super. Fertig, das ist es. Interessant, oder? Was ist denn das? Oh. Das ist doch, was ich dir versucht habe zu erklären. So sieht bei uns die Seife aus. Also, das ist jetzt aber wirklich nicht das Fleisch. Rate mal, versuch mal selber dir den Schlüssel zu finden. Es ist ganz einfach. Okay, das Wasser wird hart. Genau, das ist der Reifeprozess, ist halt, da liegen Monate zwischen den beiden Kokosnüssen. Also es wäre schon toll, wenn du am Tag eine alte findest und eine frische. Auch das ich kenne dich doch jetzt. Aber da kann ich auch nichts. Also, Adam. So, dann lass uns mal, wollen wir das Kokosnussfleisch mal probieren? Na, ich weiß nicht, es sieht nicht besonders lecker aus. Also für mich sieht das, erinnern diese Konsistenz an ganz andere Dinge. An Ulf? Oder an wen meinst du? Ich weiß auch nicht. An uns aus dem unteren Bereich? Boah, da bin ich gespannt. Warte mal, das kann ich nicht. Oh, das sind eklig, ey. Doch, genau so ist das. Das ist genau so. Wie was? Wie du es kennst. Wie du es dir was? Genau das. Was meinst du? Na, komm. Aber woher weißt du denn, wie sich das so schmeckt? Naja, das habe ich ja auch schon auf der Haut gehabt. Ja, auf der Haut ist ja nicht im Mund. Bitte. Schlotz es dir mal rein. Hast Bock? Jetzt, probier doch einfach mal. Ja. Es ist genauso, wenn es hart wird, wenn du in der Badewanne ejakulierst. Ach Gott, das will jetzt alles klar. Die Videoqualität ist leider so langsam, ne? Es wird ja auch nicht spät, wir dürfen das. Come, I show you. I show you. Laws in the jungle.
came down, follow the coconut. Found the coconut, it's going down to the jackpot. You find the coconut everywhere in the compound, the palm gum. Das war jetzt holländisch, oder? Junge, Feuerball, ey. Then you find the coconut not coming, you can go ich will nicht, ich habe die Werbung weggeklickt, wie du gesehen hast. Take a knife, be careful with a knife. Nicht in den Boden stecken, dann ist stumm. Take from the knife and the from the gate, from the tact, oi, back on and fight, take, and break. That's not da kannst du sagen, was du willst, er ist schon Entertainer. Ja, klar. Oh, gut. Oh, das ist leer. Das ist leer? Das war, die, mit der Adam sein Becher gefüttert hat. LOL! Was war, die Frischung geht nicht, oder was? Ist nicht gut, oder? Doch, aber es gibt halt Unterschiede in dem Reif. Na, was er da wieder macht, ey. Ich mach drei Kreuze, wenn der morgen alle Finger noch hat. Guck! Guck, Junge! Guck, Junge! Find the coconut! Ach, bei dir, Alex, lol. He's living in the jungle! Aber ich sag dir ehrlich, er sagt schon bei zwei, man merkt das irgendwie. Ich merke das schon jetzt ein bisschen rum. Also ich zum Beispiel bin ein Kandidat, wenn ich jetzt mit zwei Kokosnuss reinpfeife, da habe ich Durchfall. Safe. Wie geil schmeckt das? Ich merke jetzt. Aber auch andere sagen, sie haben es nicht. Also ich weiß nicht, da sind wir irgendwie alle unterwegs. Was meint ihr denn mit Kokosnuss? Meint ihr dann die Flüssigkeit oder das Fleisch? Bitte was? Wenn die von Kokosnüssen reden, zwei reinpfeifen, meinen die ganze Kokosnuss oder meinen die also das Fruchtfleisch oder die Flüssigkeit? Ich glaube, du kriegst auch schon von, wenn du zu viel von der Flüssigkeit trinkst, auch Durchfall. Echt? Ja. Also hat Martin auch schon öfters gesagt, also absolut keine Belege dafür, aber weil es halt so fetthaltig ist, ne? Aber ist es ja nicht. Die Flüssigkeit. Darum geht's mir. Die hat ja null. Oder meint er. Da meint er wahrscheinlich das Fruchtfleisch. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist ja, du bist ja gar nicht gewöhnt, so viel Fett zu essen, Alter. Du vielleicht nicht. Ja, weil es wichtig ist. Reiz richtig raus, dann weißt du auf jeden Fall. Alter, ist das. Boah, was für ein. Ich hänge hier die Messer offen rum. Oh, Coconut Shock! Ja, ich hab. Alter, du bist auch high davon. Wenn du das Ding auf Ex versuchst zu trinken, Alter, ich hab einen Schock gekriegt. Kannst du in die Sonne stellen und gehen lassen. Alter, ich fühle mich wirklich verdammt. Das ist Alkohol. Ich bin eine fucking Age Day Fund. Achso, echt doof. Okay. Das ist das Beste. Oh, das ist der Weiber sein bei Discovery Channel. Ich will so einer sein. Discovery. Ich will nicht auch so einer sein. Ich finde, wo ich erstmal den gesehen habe, habe ich gedacht, okay, mein das Leben. Mein Leben, ich muss das machen. Krass. Echt? Aber in Deutschland ist leider kein Markt. Das ist so hier echt? So. Echt? Aber Bear Grylls ist doch voll. Sorry, also. Der Background ist geil, aber der Typ macht doch alles falsch, was man falsch machen kann. Ja? Wer rennt denn bitte durch den Wald? Wer rennt denn bitte eine Klippe runter? Wer rennt denn durch die Wüste? Das ist totaler Bullshit. Ja, der verbrennt viel. Also, ist natürlich. Man weiß nicht, ist das gelogen? Ja, aber das weiß Martin auch ganz genau. Es ist natürlich Bullshit, aber Martin muss man da echt leise sein. Ja. Weil natürlich macht Bear Grylls das, weil es in der Kamera sonst, der kann er nicht filmen, wie der dann in 3 Stunden läuft. Das ist ja absolut langweilig zuzugucken. Und Martin, das weißt du auch. Ja. Also du bist ja, also du läufst ja auch nicht oder sprichst langsam so, ja? Also wenn du ein krasses Survival sehen willst, was auch realistisch angelegt ist, ja. Ed Stafford. Der sich dann wirklich 24 Stunden mit so einem Sack irgendwo aussetzen lässt. Ja, aber das ist dann, also das ist nichts für mich, da gucke ich auch nicht gerne. Das ist mir auch zu langweilig, sage ich mal, zu langwierig. Ja. Ja, aber ja. Das weiß man den schon. Ja, wie viel gestellt ist es schon. Ja, keiner rennt. Du weißt nicht, wie viel gestellt ist? Doch, eine Menge. Soll ich dir mal ein paar Storys erzählen? Ja, ja, ich weiß. Da siehst du vorne, wie sie an der Klippe drehen und dann hat einmal so Background, gibt es ja so Aufnahmen davon, wo hinten einfach so eine Karawane landet. Da steht halt überall Wohnmobile, alles voll. Brudi, du musst mal darauf achten, wenn du die Videos anguckst, es ist komplett durchproduziert. Ja, die ist Jungs ja logisch. Aber ist, ja, auch das mit ist ja, unterwegs, ja mit das ist ja wirklich logisch. Ja? Sonst hast du hast ja den finanziellen Aufwand, so ein Fernsehteam. Und dann läuft er durch eine Wüste und da kommt halt kein Tier, kein Nichts auf einmal. Und dann haben die eine Woche umsonst gedreht, weil da einfach nichts kam. Er hat Stoffer zusammengearbeitet und der hat ganz klar gesagt, was ist fake und was ist real. Das Einzige, was wirklich real ist, ist Alone. Die Serie kennst du. Ja. So, alles andere, selbst Naked Survival, wird quasi gesagt, was gesagt werden soll. Ja, das ist klar. Und bei Bear Grylls ist quasi der Inbegriff des Gestellten. Aber Ed Stafford nicht, 60 Tage. Nein, wenn der irgendwo. Nein, das meine ich damit nicht. Aber das ist schon richtig, oder? Aber hier dieses Ausgesetzt in der Wildnis von Bear Grylls ist eine reine Produktion. Das ist schon klar. Der springt aus dem Hubschrauber ins Wasser, verdammte Scheiße, und steigt aus dem Wasser auf und hat trockene Klamotten an. Nein, aber die Sachen, die er da wirklich macht, die macht er ja. Ja, er frisst auch übelste Scheiße, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nur darum, dass man das, was man da sieht, nicht so stattfindet. Keiner rennt durch den Wald, das ist doch voll bescheuert. Du packst dich und stichst dich irgendwie selber ab. Ja, niemand rennt eine Klippe runter, das ist totaler Bullshit. Niemand springt aus dem fahrenden Auto oder springt in ein fahrendes Auto wieder rein. Was macht das für Sinn? Gar keinen.
Der kann doch kurz anhalten. Okay, Manni hat kurz seine Pfiffi holen und dann. So, komm, Bär, wir fahren nach Hause. Kokosnuss Schock. Wirklich, wenn komm, du das geht. Das geht. Knossi hört ihm gar nicht mehr zu. Das ist so geil. Du kriegst die nicht auf Ex getrunken, so viel ist das. Coconut Choke. Du hast hier quasi in seinem Ey, Biber was machen wir, wenn wir hier groß müssen? Die Frage stellst du jetzt. Kannst du jetzt mal entweder Blätter nehmen? Ja, ne, oder? Adam, ich hoffe, du musst heute nicht noch. Grundsätzlich ist das Scheißen in der Wildnis eigentlich das Gesündeste, was man machen kann, was die Halterung angeht, oder? Coconut Choke! Junge. Wenn ich das finde, das gibt mir die Kraft. Der zwei Herzen. Du bist aber auch der Erste, der beim Husten erstmal eine Werbebotschaft noch platziert. Doppelherz. Ey, dieses damit kannst du keinen Tornado zünden. Du kriegst einen Schock. Aber du hast auch schon die dritte Intro. Das ist doch logisch. Aber das macht dich wirklich heil. Das gibt dir ein... Ist es das, was uns heil macht? Oh. Das Brotfleisch schmeckt auch tausendmal besser. Oh, Alter, so ein Schwert ist krass. Schwert finde ich sehr gut. Super. So, Feuer ist das A und ist wirklich das A und O. Ihr habt jeweils ja den identischen. Jetzt bin ich mal gespannt. Feuerstarter. Ich bin da. Wir machen das so. Wie er den Chat umreizt hat, ist ja auch wie geil. Ein Kind quasi das zu erkunden. Wir werden es, Martin und ich werden es nicht zeigen. Auf Startsignal probiert ihr beide in der Feuerschüssel. Wir machen den Müll mal raus. Stefan. Mach ich gleich. Den Firestarter, den du mir. Jetzt bin ich mal gespannt. Knossi hat ja alle Seven vs. Wild vorhin gesehen. Ja. Und da sieht er ja eigentlich, wie es funktioniert. Ja. Ob er sich daran erinnert. Ja. Empfohlen hast. Aha. Ja, warum geht das hier besser? Ja, sorry. Ich kann mich aber da nicht runterbücken, denn die zerschneiden mich. Ja, das ist schon ein bisschen Risiko. Ja. Okay, oh Gott. Okay, ich mach Funken Linke. Schon mal. Funkenschlag. Wir lassen mal ein bisschen laufen, oder? Boah, ich finde es spannend zu sehen. Nee, ich also, auch. Ich muss es auch selber können. Aber dass ein Funken da war, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, oder nicht? Aber ist jetzt auch ein schweres Hindernis, würde ich sagen. Das haben die sich auch selber gesucht. Achso, haben die selber? Ach so, ja, klar, die haben ja gar keine Ahnung. Neue Friese. Achso, noch vor Abend. Ah, okay, deswegen. Bevor es rausgeht. Ja. Was er gefunden hat. Das gibt's ja gar nicht. Aber das ist so krass. Ja, das ist geil zu sehen. Das denken so alle, ja, ich leg trockene Blätter hin und dann wird mit einem Funken. Nee, ein Funken schafft nicht, ein Blatt anzuzünden. Crazy. Man denkt's aber, ne? Damals so. Wir damals mit dem Rohrkolben. Also selbst wir. Ja. Rohrkolben. Sah ja gut aus. War schön fluffig, hast nicht gesehen. Hat nicht funktioniert. Ja. Gut. Adam. Glückstreffer. Aber sowas von. Also ich weiß nicht, ob du... Ob du weißt, was du da drin liegen hast. Ich weiß gar nicht, hast, ob du da weißt, was du da hast. Aber es wird jetzt gleich eine Gasexplosion geben. Ja. Wirklich? Ja. Nö, mach euch weiter. Mach mal weiter. Lass mal ein bisschen zurückgehen. Warte, meine Kollegen. Ja, das geht gleich ein richtiges Höllenfeuer. Der Blick, Alter. Also bei mir brennt hier gar nichts. Was machst du? Ich mach's weg. Nein, das ist cool. Das ist Jackpot. Das ist Jackpot, Digga. So machen sich normalerweise Leute über irgendwas lustig. Nein. Eben, ganz im Gegenteil. Das ist Biergerinde. Aber wenn das doch weiß, schau mal, weißt du, wie eine Birke aussieht? Guck mal, hast du mal einen Maibaum deiner Frau. Nein, das war keine Ironie, das war tatsächlich ein Todernst. Das ist tatsächlich Na richtig klar, gut, weißt du ja, wie eine Birke aussieht, das tut man nicht so. Wenn du weißt, wie ist es wirklich wie ein Feuerzeug? Da muss ich... Spar deine Kräfte, das wird nichts, was du da machst. Glaub mir, das ist... Ey, dann wollte ich dich mal sehen, Otto, wie du das mit reinmachst. Versuch nochmal irgendwas zu finden, was ultra trocken ist. Das ist zum auch ordentlich. Das halt auch ultra gut geht. Was würde ich für einen Feuerstahl geben? Pass auf, nimm mal dein Messer. Umso trockener, umso besser. Und dann machst du den dichten Bündel so wie er auch. Also, ich sag dir... Wie Otto einfach ganz beiläufig gesagt hat, ja, mit Reiben, das ist sportlich. Was würde ich für einen Feuerstahl geben? Geht das hier mit dem oben dran? Scheiße, ich dachte, mit dem Feuer machen ist, glaube ich, Knossis Kameramann. Ich hab das halt auch noch nicht gemacht. Ne? Alles gut, ich hab mich genauso angestellt. Das ist, glaube ich, eigentlich Knossis Kameramann. Das gehört dazu. Krass. Weiter rüber, genau. Hast auch mehr Kraft. Jawohl. Ja, der war doch sauber. Jawohl. Merkst du, der Winkel ist auch entscheidend. Da ist das Feuer. Ich hab Feuer gemacht. Noch nicht. So, Zeit stoppen. Drei ich Minuten hab mein erstes brennen. Mal Feuer gemacht in meinem Leben. Knossi! Ja, genau. 3 Minuten. Erstmal Messer weg, pack mal das Messer weg. Krass, einfach und das hat er jetzt nur mit Stroh gemacht. Das ist schon. Ich hab wirklich Feuer gemacht. Alter. Ich hoffe, die zeigen ihm das aber noch mal ein bisschen richtig. Oh, doch. Großes, richtiges Feuer hab ich gemacht. Adam, ich hab Feuer gemacht. Ich glaube, weil das Messer benutzt hat. Aber ist nicht schlimm, 3 Minuten muss das Feuer brennen. Ja. Okay, Zeit wieder auf Null, Feuer ist aus. Feuer ist aus, kannst du
Also, das ist auch so eine Sache. Ja, ja. Was könnte. Nur weil du das entzündet hast, das Feuernest, ja, heißt noch nicht, dass es da weiter brennt. Das ist der nächste kritische Punkt quasi. So, oder das ist aus. Der kritische Punkt. Ja, kleine. Schwierig. Ah, warte, sah gut aus gerade. Machen wir noch ein, zwei Mal? Da ist das Ding! Ja, Feuer gemacht! Ja. Fast! So, 3 Minuten muss es jetzt brennen. Kriegst du das hin? Und, also darf ich nachmachen? Noch mehr machen? Nein, du hättest jetzt die Flamme nutzen müssen, um mit deinem nächsten kleineren Stapel quasi zu schüren. Du musst das Feuer machen. Das hier zum Beispiel, das wäre perfekt gewesen, um das kleine Flämmchen nach oben zu ziehen. Man muss sich noch darum kümmern. Na klar. Besser als null. Also, der Trick ist, man macht sich vorher 3-4 Stapel, verschiedenste Größen an Holz. Ganz klein, also reißig, das hier zum Beispiel ganz wenig, nächstgrößere Größe wäre das hier und dann am Ende kannst du dir Großes hinlegen. Aber du musst dein Feuer wie ein kleines Kind groß ziehen. Vielleicht bin ich doch einfach zu blöd. Tut mir leid, Leute. Ja, weil das Mikro da liegt wahrscheinlich, oder? Weil die Mikros sind okay. Wir müssen sie halt in die Hand nehmen. Da brennt es wieder. Und jetzt langsam. Mach ich. Kleines Stöckchen zu nehmen. Genau. Zeit läuft. Kleine Reise. Hoch ein bisschen, genau. Da muss Luft dran. Ohne Sauerstoff geht nichts. Einfach so ans Feuer ran. Ja, aber kann ja nichts passieren. Stöckchen nehmen hier. Scheiß drauf. Nur die Friese ein bisschen aufpassen. Ich wollte gerade sagen, Knossi, ganz schön nah dran gewesen. Halt hoch. Lass das oben. Das war perfekt. Sobald und jetzt weg die Hände. Jetzt weg. Du brennst was. Ja, was soll ich machen? Wow, geil, ne? Und jetzt wieder, jetzt wieder Hölzchen. Hölzchen. Genau, die müssen jetzt kommen. Ja, 30. Aufpacken, nimm auch gern von mir, sonst ich kapituliere. Ja, ich kapituliere. Das ist Feuer aus der Hölle direkt. Ja, krass, aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist... Geduld! Nein, und man muss echt wirklich... Vorbereitung ist halt alles, ne? Gut auswählen, die man sucht. Und vorbereiten, ja. Also das ist nicht einfach, man nimmt irgendwas, was schon brennt. Kannst vergessen. Du, das war echt ein Akt. Also ich hätte es nicht gedacht. Aber hast du es geschafft? Ja, aber jetzt müssen wir auch mal große Baumstämme rein. Ne? Nein, das macht gar keinen Sinn. Das brennt eh nicht. Wenn dicke Stämme brennen, das sagen kannst, okay, ich muss mal neues Feuerholz. Aber eigentlich sammelst du für die ganzen Abend oder Nacht, dass du am besten gar nicht mehr losziehen musst. Aber am Ende sind das schon solche Treibhölzer. Natürlich, ja klar. Aber das, bis du da ankommst, vergeht eine Stunde. Wie geht's jetzt weiter? Erklär mir mal den Prozess. Na, jetzt schüre das Feuer quasi so lange, bis wir ein Glutbett haben, was so extrem heiß ist, dass du eigentlich gefühlt egal, alles... was du drauflegst. Genau, aber das dauert halt. Genau. Ja. Das dauert aber wirklich... Boah, Alter. Oh, okay, jetzt ist es aber... Das ist auch mal ganz interessant, das hast du ja auch eben gesagt, das zu sehen so. Ja. Weil für einen selbst ist das mittlerweile einfach selbstverständlich. Jetzt mal abgesehen von unserer letzten Seven vs. Wild Erfahrung, wo wir da selber zu blöd waren, irgendwie was Trockenes zu finden. Aber... Ja. Dass viele Leute das halt nicht raffen, dass du dich halt wirklich von klein nach groß hocharbeiten musst, ne? Ja. Naja gut, okay. Aber wie du gerade sagst, wenn das dann alles nass ist, find erstmal was. Ja, ja. Also ja, klar, man weiß, am Baum dran und so, das könnte trocken, aber selbst da war es ja feucht. Ja, ja. Es kann auch so gehen, ne? Es ist halt nicht wie immer, wie im Fernsehen oder wie im Buch steht. Ja. Das ist dann ganz schnell mal ganz viel schwerer als einfach ein Feuer anzünden. Ja. Und ganz verrückt. Ehrlich, wenn das da wirklich 3 Tage am Stück geregnet hat, dann sind die halt feuertechnisch verloren. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, gerade im Dschungel, wo das eh alles dann früh feucht. Ja, ja, ist heftig. Ich bin gespannt. Jetzt hast du Feuer gemacht. Jetzt geht das nachts aus, die ganze Arbeit umsonst. Nein, aber was passiert? Was kennst du vom Grillen, wenn du mit Holzkohle machst? Am nächsten Morgen hast du immer noch, boah, heiß. Du pustest dir so ein Stück an, nimmst einen neuen Zunder, legst ihn drauf, pustest. Ja, gut, dann fängst du von vorne an. Ich würde tatsächlich noch schauen nach dem großen. Feuerschalter, Feuerschalter. Dürfen sie, ja? Ich was heißt der große? Es gibt den hier. Den gibt es in 5-mal so groß. Ja, der XXL. Da kannst du Martin ist schon bei dem Festival. Ja, Fritz ist auch in der Viertelstunde da, hat er geschrieben. Ja, perfekt. Da dürfen wir den? Feuerstahl ist Feuer. Ich wüsste jetzt nicht. Also, Max und Johannes. Wir machen es gleich. Wir können ja das mal ausbrennen lassen und machen es noch 1-2 Mal. Ja, ich finde es gut, wenn wir es nochmal machen. Ja. Findest du langsam, ich werde fitter für das ganze Dschungelding? Ja, ne? Auf jeden Fall. Martin hatte recht. Und Martin hat mir gesagt, das Training heute, das wird mir. Das wird dein Mindset verändern. Ja. Auf jeden Fall. Ich war auf den Bahamas und auf den Bahamas ist die Uhr um 18 Uhr ist die Sonne um 18 Uhr untergegangen. Und es geht da sehr schnell unter. Egal an welchem Punkt am Äquator, geht immer um 18 Uhr. Genau, das, also ist, das ist halt das Ding. Ne? Ach, Knossi raucht? Ja. Es gibt normalerweise manche nach dem Boot. Oha. Na ja. Schafft er eine Woche ohne Rauchen? Na, da ist ja schon die Überlegung, dass er quasi 7 Kippen wirklich mitnimmt als 7. Gegenstand. Damit er halt so einen Motivator dabei hat. Wobei ich mich dann auch frage, gut, da muss er immer ein Feuer ankriegen, sonst kriegt er Kippen auch nicht an. Oha. Ja, ja. Oha. Jede Handbreit sind 15 Minuten, aber je nachdem, wo du bist, geht es halt manchmal. Genau. Umso dichter am Äquator, dann aber ist halt deswegen so auch umso wichtiger. Jetzt, klar, kannst du auch nachts auf Feuersuche gehen, aber wenn du jetzt abends das Feuer da anmachen möchtest, alles vorbereiten. Ne? Meifel, das
Nee, nicht MyFair, JimPix. Das ist die Qualität von dem Livestream, deshalb ist die Videoqualität nicht so gut. Genau, genau. Das Zundermaterial, die kleinen und dann wichtig, ganz viele große, wo du weißt, ey, ich brauche nachts nur kurz aufstehen, reinlegen. Wenn es regnet, wo lagern? Unter deinem Konstrukt. Oder genau. Also, ich weiß ja noch nicht, wir wissen ja noch nicht final, was wir machen. Verstehst du mich? Irgendwo, wo halt. Da, wo nicht regnet. So, solche Bäume. An die Pfosten von den Bäumen. An die, wie heißt das? Stamm. Leg doch einfach Palmwedel drüber. Oh, ich rauche den Filter damit, ist mir egal. Mir verdient. Mir verdient jetzt. Großer Stahl ist erlaubt, inklusive Schaber. Glaubst nicht? Okay, pass auf. Ist erlaubt, das Ding. Guck mal hier, der ist schon ein Tick größer und ein größerer Schaber. Ich bin froh, dass wir es mit den Kleinen gemacht haben. What the fuck? Weißt du? Okay. Mhm. Ey, das Alter, ist wie der zündet, ey. Ganz aus dem Stehen. Ist geil. Und der andere Stahl ist nochmal größer. Er hat das Prinzip verstanden. Richtig, okay. Zunder. Jawohl. Boah, krass. Andere Nummer, oder? Ja. Boah, krass, so, da brennt ja sogar die Augen. Wir müssen ein bisschen Feuer machen, über die überbrücken, bis wir Licht haben. Okay. Also, wir Chat, ich kann's! Chat, ich kann's! So, und das damit, und glaub mir, der Große ist dreimal so groß wie der. Ey, nachher ist so dunkel, wir werden hier gar nichts mehr sehen, gell? Ne? Und freu dich drauf, Adam. Wo schläfst du heute Nacht? Auch hier? Ja, mit uns, ne? Weil nachher kommen die Wildschweine, ne? Hast du die Storys gehört? Da ist letztens erst einer hier vorne im Wald verblutet. Aber nicht so gut dann. Ja. Nee, Adam, dann lass. True Crime. True Crime. Okay, das ist es. Okay, warte, lass mich mal ziehen. Komm, ich muss selber. Das hilft da nichts. Knick das einmal. Kannst du auch machen? Ja. Also hast du, ja, du hast Gras mit dabei. Ja. Ganz den ganzen Urwald auseinandergenommen. Was mache ich denn jetzt? So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du den anderen. Oh Mann, ey. Das muss im ersten auf, gehen jetzt. Pass auf, lass uns wetten. Was sagst du, wie lange du brauchst? 5 Minuten. So, ich sag keine Minute, dann ist das Ding an. Boah. Vielleicht sogar nach dem zweiten, dritten Mal. Jetzt macht er mir Druck, ne? Scheiße. Ja, aber er hat ja jetzt auch den Powerfeuerstrahler. Wow. Bam, Alter. Baby. Oh, Baby. Das ist Knossi. Wahnsinn. Oder? Ey, aber das hat echt einen Unterschied gemacht, das Ding. Check. Und dann sitzt du abends da, verstehst du? Papageien kommen. Guckst da rein. Ne? Kann das sein, Papageien kommen? Auf meine Schulter? Kann nicht sein, ne? Ich find's gut. Kann nicht sein, ne? Papageien wird wahrscheinlich dagegen. Aber die sind ja nicht nachtaktiv. Die fliegen ja tagsüber rum. Wie sehr würde ich's feiern, wenn Knossi dann echt so ein Papagei hat, dass ich auf seiner Schulter. Knossi findet einfach neue Freunde. Das wäre geil, wenn man einen Freund dort findet, ne? Ja. Der sagt's doch! Einen Freund findet, ne? Ich glaube, nachts kommen eher die Flughunde. Das hier ist ein Wahnsinn. Ich hab's geschafft. 3-4 Mal. Ich hab's gesehen. Ich hab einfach geil. Ich bin bist du stolz? Ich bin stolz und erleichtert. Ich mach 12 Tage. Ich mach 12 Tage, sagt er. Du holst bitte diesen ganz, ganz großen. Das ist für dich nochmal einfacher. Dann hast du noch zu Hause die Feuerschale. Du wirst lachen. Ja. Machst du dir da jetzt noch irgendwo einen Kopf? Machen wir jetzt auch mittlerweile also nur mit dem. Ja. Gar nicht mehr. Check. Echt wirklich. Ich danke euch. Wirklich. Ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt. Ne? Dafür sind wir da. Dafür bin ich heute hier. Die ganzen Fragezeichen werden ausgeräumt. Alge. Drecksalge. Ja, interessant, wie der Prozess so abläuft bei ihm. Das Video fand ich richtig interessant. Ja. Richtig geil. Ja, krass. Cool, Alter. Judy. Würde ich mal sagen, machen wir langsam los, oder was? Knossi raucht 40 bis 60 Zigaretten am Tag. Ach, Quatsch. So viel raucht doch keiner, oder? Das ist ja schon ein Kettenraucher dann, oder? Ja, doch, Kettenraucher, easy. Wie viel ist in einer Schachtel drin? Keine Ahnung, 20 oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie viel sind in einer Schachtel drin, Leute? 20, stimmt das? 1 bis 2. Ach, hör auf, Alter. Und nebenbei noch E-Zigarette. Nee. 20 eine Schachtel. Das gibt auch noch Big Packs, ne? Ja. Na, irgendwie größer. Was? Ja, kann ich mir vor, also ich, also viele kennen. Laut Knossi, neben seiner Dampferei raucht er noch 70 Ziggis am Tag. Halt's Maul. Krass. Alter, das ist schon viel. Ja, dann wird das, dann, das wird, das sehe ich als Problem an dann, tatsächlich. Oder er nutzt es direkt als Chance. mit der Scheiße aufzuhören. Vielleicht hat er deswegen auch die ganze Zeit Durchfall. Ja. Alter.